Hi Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute mal wieder ein Video für die Anfänger. Ja, wenn ihr zum Angelladen geht, seht ihr als erstes immer viele, viele, viele Bleie. Ich will euch jetzt mal ein paar zeigen. Das ist zum Beispiel 100 Gramm. Das ist ein Bärenblei. Dann gibt es noch so eine kleine Kugel als Blei. Das ist etwas kleiner. Hier ist noch ein etwas kleineres. Und hier ist das Bärenblei auch nochmal etwas kleiner. Es gibt es in verschiedenen Grammzahlen. Hier. So. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal am Forellensee geht und ihr wollt versuchen, auf Grund zu angeln, dann haut da kein 60 Gramm Blei oder was weiß ich dran. Da langt dann wieder hier schon so eine kleine Kugel. Ich habe jetzt hier noch mal so ein Stück Sehne. Müsst euch vorstellen. So, und dann hier unten ist der Werbel. So sieht das dann aus. Die langt vollkommen. Werbel dran, Haken dran und Köder ran machen. Könnt ihr aber auch mit Schrotblei machen. Macht da drei, vier Kugeln Schrotblei dran, denn euren Werbel mit Haken. Oder ihr nehmt hier so eins. Ihr müsst selber rauskriegen, was für eine Blei für euch am besten sind. Die werden auch hier oben reingefädelt, also hier so oben. Zieht dann auch hier so durch. Ja, es ist ein bisschen fummelig. Ist gar nicht auf. Okay. Nehmen wir das hier. Hier ist auch kein. So. Also ihr könnt sie immer alle hier von oben einfädeln. Das Bärenblei geht genauso. Natürlich etwas leichter, ne? Zack. So. Und das kann ja auch immer. Also die Blei können immer hin und her. Die sind frei auf der Schnur. Ja, wie gesagt, also wenn ihr fließendes Gewässer habt, was nicht ganz so stark ist oder was Stillstand hat oder wenn ihr einen kleinen Bach seid oder wie auch immer, müsst ihr von der Grammzahl selber rausfinden, wie viel ihr nehmt. Aber so an Forellensee oder Forellenteich würde ich entweder so Schrotblei nehmen, was man für die Pose nimmt. Da nehmt ihr so 3, 4, 5 Kugeln, macht die rauf und dann könnt ihr auch auf Grund angeln. Ihr könnt natürlich aber auch das Blei holen und das rauf machen. Ja, ist denn jetzt, was habe ich denn jetzt? Ich habe noch ein paar Links, die ich unten mit in der Videobeschreibung reinmache. Und zwar ist das einmal Angeltube, Big Fish TV, Thomas Fassbender und Einfach Angeln. Schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung rein, klickt auf die Links. Die Jungs würden sich auch freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar und sie weiterempfehlt. Wir sehen uns wie immer zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefällt, macht einen Daumen hoch. Kommentieren, weiterempfehlen, besucht mich auf meine Facebook-Seite, ist auch unten in der Videobeschreibung drin der Link. Ja, ich würde mich noch wirklich sehr über noch mehr Abos freuen. Mittlerweile habe ich schon 61 Abos. Dafür nochmal ein richtig dickes Dankeschön an alle, die mich abonniert haben.